So. Ja, und das, der Alchemist wiegt grün, dann bleibt letztendlich nur gelb mit dem Krieger übrig. Was wir jetzt einfach mal darauf beziehen, dass er am Ende von seinem... Ach Gott, habe ich mich jetzt erschrocken, ey. Dass er am Ende von seinem Ableben quasi, meine Kraft wird größer. Gut, dass er noch funktioniert. Ja, das habe ich mir gerade auch gedacht. Das bedeutet, ab dort werden keine Lichtkeile mehr kommen. Das heißt, wir können uns jetzt wieder in die andere Richtung begeben. Und genau, was ich sagen wollte, für den Krieger bleibt letztendlich die gelbe Kraft mehr übrig. Aber ich würde sagen, die gelbe Kraft beziehen wir jetzt einfach mal auf den Flammenkrieger, der... Nein! Nein, du springst! Elika! Warum machst du das denn? Warum machst du das denn immer, Prinz? So einfach springen. Richtig, richtig. Ich glaube, ich bewege... Also, ich habe den Drang zu sehr, die Cursor zu bewegen. So. Ja, jetzt müssen wir in diese Richtung. Und wir sehen dort oben schon mehrere Lichtkeime. Wie viele sind das denn? Einer. Hä, das sah doch gerade aus wie mehrere, oder nicht? Bin ich jetzt doof? So. Hops, einmal wechseln bitte. Und ja. Ich hoffe, ich übersehe jetzt hier nicht irgendwelche Lichtkeime. Hm. Aber das wird sich dann ja nachträglich irgendwie zeigen. Das war ja ein kurzer Sprung. Hoffentlich wird sich das nachträglich zeigen, was sage ich denn einfach so. Ja, das sind die Lichtkeime, die ich hier einsammeln würde, wenn ich nochmal zum Kessel springe. Das bedeutet, wir bewegen uns jetzt nochmal den Gang zum bereits gehaltenen Gebiet. Und dann einfach mal gucken. Nicht so fest zu packen. Und unter uns war ein... Hey, wie kommen wir jetzt dahin? Ah! Gut, dass ich das überhaupt gesehen habe, weil sonst würde ich wieder eine Stunde lang hier rum vorsitzen und mich fragen, wo der verfluchte Lichtkeim ist. So. Ja, ein bisschen versteckt muss ja hier alles mal sein. Sonst wäre es ja kein richtiges Abenteuerspiel mehr natürlich. Und jetzt bewegen wir uns wieder zurück. Und da ist noch ein Lichtkeim, aber das ist, glaube ich, auch einer der Lichtkeime, den wir bekommen, wenn wir den Kessel nochmal betreten werden. Aber Tatsache ist, man kommt schneller zum Kessel. Hier lang. Ah, ah, habe ich noch rechtzeitig sehen können. Gott sei Dank. Tatsache ist, man kommt auf jeden Fall leichter in den Kessel rein und auch leichter wieder raus. Und nicht so wie mit der Platte von dem Maschinenpark wie vorhin, dass man dort wirklich alles Mögliche ablaufen muss. So, da haben wir oben hier schon wieder einen Lichtkeim. Jeder Lichtkeim zählt. Natürlich zählt jeder Lichtkeim, sonst würde ich doch nicht jeden einsammeln. Also ich bin so hobbylos. So, jetzt müssten wir wieder an den anderen Gebiet sein. Deswegen bleiben wir jetzt hier unten. Ich habe erst die obere Seite einräumen wollen. Hier müssen wir einmal gucken. Ich war mir nicht mehr sicher, ob hier irgendwelche Lichtkeime waren oder nicht. Aber anscheinend nicht. Aber bevor ich die natürlich übersehe, benutzen wir das lieber. Und was ich gerade interessant finde, meine Nase juckt, das ist ein sehr interessantes Thema. Was ich gerade interessant finde, hier finde ich irgendwie keine andere Plattform außer die rote. Vielleicht hat man wirklich gänzlich hier drauf verzichtet, aber ich erinnere mich auch nicht mehr wirklich dran. Und ja, wir kommen definitiv nicht an den Licht. Oh doch, natürlich kommen wir an den Lichtkeim hier über uns. Den hätte ich fast übersehen. So, wie viele haben wir denn in diesem Gebiet jetzt bereits? 30. Das heißt, uns fehlen noch 15 Stück und wir haben jetzt die Gänge ab. Das heißt, wir sollen jetzt noch... Ah, hier ist, glaube ich, eine gelbe Plattform im Spiel noch. Wo ist die gelbe Plattform?
bin ich denn jetzt? Du. Ach, da oben. Da, seht ihr sie? Da ist die gelbe Plattform. Nun gut, dann begeben wir uns wieder in den Kessel. Jetzt wäre das Schärfste, wenn dieser Fehler vom Aufsammeln her kommt. Deswegen gibt es hier auch diese Plattform, weil hier eine gelbe Platte ist. Ah. Na gut, die haben wir natürlich noch nicht aktiviert. Abwerfen. Oh. Ups. Ja, das ist immer ein bisschen schwierig, auf den Schrägen die Lichtkeime einzusammeln und dann pünktlich abspringen zu können. Aber wir haben den Lichtkeime jetzt eingesammelt, deswegen ist das ja egal und wir können uns einfach weiter begeben. So. So, haben wir wieder kurz eine Pause, eine Verschnaufspause, eine Springpause, kann man es auch nennen. Hier springe ich komischerweise immer zu früh auf. Ha, jetzt bin ich zu weit nach... Oh cool, das funktioniert sogar. Ach, jetzt fahren wir einmal runter. Sehr gut. Ein mega Fail von mir heute einfach. Aber das fällt nicht so auf, wenn man ja hier so oft sterben kann. Oh, ich bin mal pünktlich abgesprungen. So, und hier haben wir jetzt auch die Lichtkammer, deswegen wird es definitiv nicht problematisch sein, zu dieser Plattform zu gelangen. Das wäre ein bisschen deprimierend gewesen, wenn ich den jetzt verpasst hätte. So, da sind wir im Kessel. Wie viele? 38. Das bedeutet, es müssten noch 7 in der Luft hängen. Oder wir haben wieder welche verpasst. Aber das sehen wir erst, wenn wir die gelbe Kraft haben. Deswegen würde ich sagen, wir begeben uns weiter. Jetzt machen wir Fortschritte. Und verlassen den Kessel wieder. So. Dann würde ich sagen, wir begeben uns zum letzten Level des Alchemisten. Man kann sogar gleich ihn auch beenden. Und dann bleiben uns nur noch 2 Verdammte übrig. Ich würde sagen, wir machen das. Auf einmal geht das relativ zügig. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich momentan mehr von Prince of Persia aufnehme, weil ich nicht so viele Folgen auf Reserve habe. Das kann natürlich auch sein. Jetzt töte bitte ganz schnell das Vieh, damit das nicht auftaucht. Ich habe keine Lust auf unnötige Kämpfe. So. Wo müssen wir denn jetzt hin? Jetzt kommt die Himmelstreppe, ne? Ja, jetzt kommt die Himmelstreppe. Und wir wissen immer noch nicht genau, was der Alchemist plant. Aber das wird, ich finde, das wird in von der Person, von dem Alchemisten an sich nicht selbst klar. Das wird eigentlich, diese Planung vom Alchemisten wird eigentlich nur übermittelt von Elika und dem Prinzen. Deswegen, weiß ich, deswegen als dritte Person so gesehen, versteht man gar nicht, was sie von einem wollen. Finde ich ein bisschen schwierig gemacht, aber okay. Ja, und wir sehen hier großen Tentakel-Spaß. Den wir mal direkt vermeiden. Gibt es hier eine Zwischensequenz? Die Himmelstreppe. Seit 10, vielleicht 20 Generationen war niemand mehr hier. Jetzt sind die Platten wieder aktiv. Soll ich euch die Sterne vom Himmel holen? Diesen Spruch benutzt ihr sicher ständig. Gehen wir. Ja, das glaube ich allerdings auch, Elika. So, wir reden natürlich erstmal. Oh, seht euch das an, wie schön das alles geheilt ist. Okay, ein bisschen alles mit einem grünen Gas, also als ob die alles sterben würde, aber naja, tut's ja auch. Aber trotzdem alles schön. Mehr als hier. Ein Observatorium. Oh, das erkennt ihr? Euer Land ist nicht der Anfang und das Ende der Zivilisation. Obwohl, na gut, das Ende vielleicht schon. Sehr gut. Euer Volk kapselt sich ab und starrt lieber auf die Sterne? Die Sterne verraten uns die Zeit und führen uns durch Wüsten und übers Meer. Wie praktisch, wenn man nirgendwo hingeht.
Ja, da hat er allerdings recht. Und wieso leuchtet sie plötzlich so blau? Wisst ihr, es gilt als bewiesen, dass alle, die in die Sterne starren, verrückt sind. Wer auf eine bessere Zukunft hofft, ist also verrückt. Das sagt ihr, Prinzessin, nicht ich. Das war also eine Stadt, bevor Ahriman sie sich holen wollte. Es war schon eine Stadt, als die Götter jung waren. Sogar Ahriman bewahrte sie, als er hier war. Nur menschliche Nachlässigkeit machte sie zu diesem Schatten ihrer selbst. Okay, das scheint mir nicht so genau hier hinzugehören. Wir gucken nochmal, ob sie was anderes noch zu sagen hat. Ohne die Dunkelheit kann ich gut begreifen, warum ihr hier geblieben seid. Und ich würde sagen, wir sehen wieder etwa zwei Lichtkeime hinten am Horizont glühen. Oh mein Gott, wie kommen wir da hin? Egal, die ignorieren wir jetzt einfach und ich würde sagen, wir begeben uns zum Alchemisten mit einem meiner Lieblingsplatten und ich hoffe, ich renne nirgendwo gegen. Ja, bis jetzt läuft es ja ganz gut, ne? Und Elika kann sich natürlich nur einfach durch die Platten porten. Hallo, Herr Alchemist. Jetzt geht's los. Was ist das denn? Nehmt das Schwert hoch! Ih, was ist er denn für ein Monsterkopf? Kommt schon! Oh. Was ist er denn für ein Monsterflop, der jetzt backt? Ich krieg meine Sprungkombo nicht mehr hin. Okay. Oh mein Gott, hier ist... Ach, das war so cool. Genau, mit diesem ekligen Wasser und diesen Aalen. Uah, ist das eklig, aber das sieht so cool aus nachher. Das ist ganz schön eklig. Aber sowas will ich auch später haben. So riesige Wände mit so Aquarien. Oh mein Gott. Ich bin verwirrt. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Woher kam er eigentlich? Ach, da. Daher. Okay, dann vergessen wir einfach diesen Zwischenfall mit diesem Moped, mit diesem Mega-Hirn. Und laufen jetzt irgendwo zwischen... Ey! Zwischen Luft und Erde her. Ja, kann nur wundern, dass sie geübt hat, so oft wie ich sterbe. Inoffiziell. Offiziell ja nicht. Offiziell bin ich unsterblich. Okay, da ist ein Loch. Da müssen wir großzügig ausweichen. Die Himmelstreppe. Sind wir jetzt mal bald da? Oh, das ist so... Toll. Es ist so cool hier. Guckt euch das an. Okay, ich bin verwirrt. Ach, warte, wir müssen alle vier hochrennen. So war das irgendwie. Und dann irgendwas machen. Keine Ahnung. Wir gucken einfach. Wir machen das jetzt einfach mal. Müssen wir nach links? Wenn wir nach links gehen können, gehen wir nach links. Können wir sogar. Vielleicht hätte ich auch mal mit ihr reden sollen. Ah ja, schön. Ja, vergiftet uns doch. Das ist verfluchte Luft. Wenn ihr einatmet... Wird das mein letzter Atemzug sein? Naja, wenn es nur nach oben geht, gehen wir nach oben. Wir müssen dort runter, um die anderen Kraftplatten zu erreichen. Nachdem wir dort drüben den ersten Mechanismus aktiviert haben. Dann beeilen wir uns. Ich möchte nicht mit einer Lunge voll Dunkelheit sterben. Ja, können wir trotzdem noch mit dir reden. Seid ihr sicher, dass es keinen anderen Weg gibt, außen am Turm? Ich sehe keinen anderen Weg. Wir müssen diese Mechanismen erreichen. Ja, das hätte ich vielleicht eher machen sollen, bevor ich hier hochgegangen bin. Dann wäre das auch verständlich gewesen. Die verfluchte Luft bewegt sich nicht, aber sie wird auch nicht dünner. Machen müsste. Ja, dann müssen wir jetzt leider ran. Ich habe natürlich nicht darauf geachtet, welche Plattform ich als erstes gemacht habe. Ha! Ha, wahrscheinlich die. Und wir ignorieren natürlich gekonnt die verfluchte Luft, die uns verpestet. Da hier oben ist schon direkt wieder ein bisschen besser. Nein, ist es nicht.
Boah, ey. Shit. Jetzt. Okay, da hat Elika uns noch den Arsch retten können. Und falls ihr gerade auch so ein Piepsen hört, dann ist das, glaube ich, aus dem Spiel.